Wer macht es besser, Deutschland oder Australien? In diesem Video geben wir auf diese Frage nicht eine, sondern gleich 20 Antworten. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Ich bin heute nicht alleine hier, ich habe Maren zu Gast. Hallo Maren. Hi Chris. Wir spielen ein Spiel, wer macht es besser? Das heißt, wir reden ganz schnell über verschiedene Themen und geben dann entweder Australien oder Deutschland einen Punkt. Kurzer Disclaimer dazu, das basiert natürlich auf unserer persönlichen Erfahrung, aber wir sind ja auch schon seit über 15 Jahren hier. Also halbwegs den Durchblick. Wenn ihr aber anderer Meinung seid, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und das erste Thema, das wir ansprechen, ist das Gesundheitssystem. Wer macht's besser, Maren? Ich würde sagen, Australien macht das besser. Deutschland hat ein Zweiklassensystem bei den Krankenkassen. Lange Wartezeiten, schwierig an Spezialisten zu kommen, Medikamentenmangel. Und ich habe eigentlich ziemlich viel Schlechtes gehört in letzter Zeit, also ja. Von den Leuten, die in Deutschland leben. Dann ist das australische System auch noch sehr bezahlbar. 2% zahlt man für die gesetzliche Krankenversicherung, ja. Da ist jeder drin. Dann kann man sich privat zusatzversichern. Das kostet für eine vierköpfige Familie wie viel? 4.000, 5.000 Euro. Mhm. Auch noch bezahlbar im Vergleich zu Deutschland. Also wir geben Australien den Punkt. Ja, aber ich muss ganz kurz auch sagen, es gibt die Royal Flying Doctors, die Doktoren, die ins Outback fliegen mit Hubschraubern und Flugzeugen. Und das ist ja wohl obercool. Auf jeden Fall. Mhm. Bonuspunkt. Bonuspunkt. Okay, zweite Frage, das Essen. Maren, mach gleich weiter. Das Essen, ja. Also Essen im Supermarkt. Würde ich sagen, auf jeden Fall Deutschland. Ja. Weil erstmal, okay, für mich persönlich ist das vegane Essen wichtig, da hast du in Deutschland einfach eine viel größere Auswahl. Du hast viel mehr Qualitätsprodukte, es ist generell günstiger, immer noch. Der Unterschied ist nicht mehr so groß wie früher, aber es ist noch günstiger. Was habe ich gesagt, Deli-Produkte und ist einfach gut ausgestattet, ne? Ja, sehe ich auch so. Geben wir Deutschland den Punkt. Ja. Perfekt. Dritter Punkt ist die Altersvorsorge. Da bin ich großer Fan des australischen Systems, weil das ist ja hier einfach darauf ausgelegt, dass man einfach, wenn man in den Ruhestand geht, richtig viel Geld auf dem Konto hat. Na? Also wie viel zahlt man hier ein? Sind 11% mittlerweile? Ja, so ungefähr, ja. Ja. Also der Arbeitgeber zahlt 11%, es sammelt sich an und wenn man alles richtig macht, keinen so schlechten Job hat, dann wird man 65 und hat eine halbe, eine Dreiviertel, eine ganze Million Dollar auf dem Konto zum Ausgeben. Und das ist ziemlich super. Und in Deutschland haben wir was? Ja, nicht viel. Altersarmut. Ja, Altersarmut, genau. Und die Altersarmut und die Realität ist auch ziemlich traurig. Ne? Erstmal ist die Altersheime an sich, haben in Australien einen besseren Ruf. Es gibt viele schöne Wohnmöglichkeiten für Senioren. In so Seniorenresidenzen, betreutes Wohnen gibt es tolle Möglichkeiten. Und dann ist man hier als Rentner in einem sonnigen Land, ne? Mit seinen Freunden rundherum und viel Selbstständigkeit. Das finde ich einfach viel stimulierender. Ja. Und es gibt die grauen Nomaden, die auch wieder zeigen, dass man wirklich mit viel Geld auf die Rente geht. Genau, ja. Dazu gibt es ein separates Video. Stimmt. Sehr schön. Link ist bestimmt da unten irgendwo, oder? Na klar. Nächster Punkt ist der Lifestyle. Das ist natürlich ein sehr breit gefächerter Aspekt. Aber ich sage erstmal, in Australien lebt es sich gut. Man hat gutes Wetter, viel Sonne, viel Grün, sehr große Wohnungen und Häuser, generell viel Platz, hohe Lebensqualität im eigenen Heim. Ja, tue ich mich trotzdem schwer, mit Australien einen Punkt zu geben. Einfach, weil Deutschland ein unglaubliches, vielfältiges kulturelles Angebot hat. Die Events, die Festivals, die Straßenfeste. Es gibt die ganze kulturelle Vielfalt und Szene und Geschichte auch. Und auch gerade in den Städten. Und ich habe im Ruhrgebiet lange gelebt, da ist einfach immer irgendwas los. Ne? Es gibt eine gute Work-Life-Balance, noch viel mehr hier als in Australien. Ich würde was sagen, wir geben 2 Punkte in dem Fall. Das machen wir so. 2 Punkte. Also das nächste Thema ist das Thema Schulen. Ich mag es ja, dass es hier in Australien nicht dieses dreigeteilte System gibt mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Das fand ich immer so ein bisschen unfair, weil sobald ein Schüler auf einer dieser Schulen kommt, ist das Leben eigentlich so ein bisschen vorbestimmt. Und das ist hier ganz anders. Absolut. Also hier geht es wirklich darum, dass alle den gleichen Abschluss machen. Das Ziel ist es, die Leute durchzuschleppen bis zur 12. Klasse. Mhm. Und ich habe auch mal das Gefühl, dass sich hier an Schulen sehr gut auch um benachteiligte Schüler gekümmert wird, dass Mobbing ein großes Thema ist im Sinne der Vorbeugung und dass einfach auch sehr ganzheitlich unterrichtet wird. Ja? Also Schüler kriegen hier schon in der Grundschule Mental Health erklärt, wie man auf sich selber aufpasst, wie man ein gesundes und ganzheitliches Leben führt. Das finde ich einfach sehr fortschrittlich. Genau. Da kann man auch einen Kritikpunkt sehen. Ich meine, die deutsche Allgemeinbildung ist generell besser und in Deutschland wird auch vielfältiger unterrichtet. Aber Australien wird lebensnah und praktischer unterrichtet. Und das merkt man auch in den ganzen Lehrmethoden. Ja. Und deswegen würde ich einfach Australien den Punkt geben. Genau. Mhm. Auch wenn es hier Schuluniformen gibt, was vielleicht viele von euch gar nicht so gut finden. Aber ich kann euch verraten, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist das ganz normal. Und man fängt auch an, das gut zu finden, weil es auch irgendwie sehr fair ist. Ja. Weil halt, ja, jeder erstmal gleich gemacht ist, ne, und man nicht an den Klamotten erkennt, aus welchem Elternhaus man kommt. Und Leute, sobald ihr Kinder habt mit Schuluniformen, müsst ihr euch nie mehr Gedanken machen, was die Kinder in die Schule anziehen. Man kauft sich 5 Uniformen pro Kind für die ganze Woche, fertig. Meinst du nicht, dafür kriegst du Hate?
so 5 Uniformen für deine Kinder kaufst. Das man kann das ja auch 2 kaufen und die waschen, ne? Oh Gott. Und die nächste Frage ist das Thema Nightlife. Da fällt mir in Australien zunächst mal ein, dass Nightlife wirklich altersmäßig eingeschränkter ist als in Deutschland. Dass man hier eigentlich mit 22, vielleicht spätestens 25 aufhört zu feiern, während es in Deutschland sich auch noch durchaus bis in die älteren Semester hinzieht, ja, gell? Genau, gerade auch so Festivals und Events und sowas. Ne? Ja. Außerdem, ich muss sagen, also ich persönlich bin von der australischen Nachtszene so ein bisschen enttäuscht, weil es gibt einfach viele Sachen nicht, die es in Deutschland gibt. Coole Sachen, ne? Egal ob jetzt Schaumpartys oder Fetischpartys oder Spezialinteressen. Hier gibt es halt einfach nur so die Standardsachen. Ja, total Mainstream. Club or Pub, ne? Und ja, Mainstream halt, ne? Genau, Club or Pub, das muss man sich wirklich merken. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gefragt werden. Wollt ihr tanzen gehen oder wollt ihr saufen gehen? Oder beides geht wahrscheinlich auch, aber Club or Pub, darauf trifft man immer wieder auf die Frage. Die australische Szene ist sicherer. Ja, deutsche Szene gilt ja immer ein bisschen als unsicherer, mehr Drogen, Alkohol und sowas. Aber ich würde trotzdem Deutschland den Punkt geben, einfach weil da mehr los ist. Ja. Ja. Sind wir uns einig? Absolut. Also Punkt an Deutschland. Punkt an Deutschland. Und das nächste Thema ist die Wohnsituation. Ja, Maren, also ich sag mal, definitiv Australien, das ist für mich einer der krassesten Unterschiede zwischen Deutschland und Australien, dass man sich hier einfach viel mehr leisten kann. Eigenes Haus, vielleicht mit Pool oder eine schöne große Wohnung, alles ist großzügiger und moderner als in Deutschland, wo es ja echt noch so viele Dreckswohnungen gibt. Also wo ich da schon gewohnt habe in Deutschland, das ist einfach kein Vergleich. Ich auch. Trotzdem finde ich das Thema kritisch und ich denke auch, da das Deutschland gerade im Mietrecht besser abschneidet. Denn wenn man sich eben kein Haus leisten kann, und ich möchte darauf hinweisen, dass die Häuser hier echt aus Pappe sind, ne? So kannst du den Finger schnipsen und die fallen um. Also da können wir mal ein eigenes Video drüber machen. Dass das Mietrecht so ist, dass in Deutschland gibt es einen starken Mieterschutz, man hat viele Rechte, man kann nicht aus seiner Wohnung verwiesen werden und hier hast du als Mieter keine Rechte. Das stimmt, ja. Und dein Mietvertrag ist momentan maximal ein Jahr. Und dann kann der Vermieter dich eigentlich rauswerfen. Ja. Kann die Miete erhöhen, wie er will. Und wenn du was am Haus machen willst und wenn es nur Nagel in die Wand schlagen, dann musst du nachfragen und der Vermieter kann nein sagen. Absolut. Also Mieten wird ja hier als Makel gesehen. Ne? Wenn man sagt, ich miete, dann ist wahrscheinlich die Frage danach, und was hast du noch so für Krankheiten? Na? Nee, es ist doch so. Ich weiß, was du meinst. Wenn jemand hier sagt, ich miete, gerade wenn man schon etwas älter ist, dann denkt der andere, oder ist was schiefgegangen im Leben finanziell. Das ist nicht wie geplant gelaufen, weil der australische Traum ist halt, ein Haus zu haben, ein eigenes, möglichst schon mit Mitte, Anfang 20, und das dann mit der Zeit immer weiter wachsen zu lassen. Ja, also ich denke, durch den Unterschied zwischen Mieten und Wohnen würde ich auch in diesem Fall beiden einen Punkt geben, oder keinen von beiden, je nachdem, weil es einfach so viele Facetten mehr gibt. Ich würde auch beiden einen Punkt geben. Okay, machen wir das so. So, jetzt kommt ein Thema, nämlich die Bezahlsysteme. In Australien ist es ja so, dass es hier eigentlich nur noch mit der Karte bezahlt oder halt mit dem Handy. Ne? In Deutschland wird ja viel noch bar bezahlt. Ja, hier gibt es Bargeld oft gar nicht mehr. Also es wird einfach abgelehnt, ne? Ja. Wird nicht angenommen, man muss mit Karte bezahlen. Ja. Finde ich persönlich toll, aber ich kriege dafür immer Hate in den Kommentaren, dass ich irgendwie meine Bürgerrechte aufgebe für Bequemlichkeit. Deswegen. Ja, man muss halt sagen, es ist mit Kosten verbunden und natürlich auch mit Transparenz. Alles, was man macht, ist nachverfolgbarer und es ist halt auch nicht so genau, wie wenn man in Deutschland bezahlt. Ne? Also da wird dann ja schon irgendwie mehr drauf geachtet. Ja, okay. Also normalerweise würde ich hier wirklich Australien einen Punkt geben, aber ich möchte auch auf die Datenschutzfans da draußen Rücksicht nehmen. Und ich denke, wenn man das objektiv betrachtet, ich würde sagen, ich persönlich bin auch absolut auf deiner Seite, aber ich würde in diesem Fall, glaube ich, keinen von beiden Punkten geben, weil objektiv betrachtet, wenn man sich nicht daran gewöhnt hat, aus Bequemlichkeitsgründen, dann hat das deutsche System auch schon viele Vorteile. Okay. So, nächste Frage ist das Thema Job und Karriere. Und wir müssen uns hier kurz fassen, das ist ein großes Thema, ist wahrscheinlich 5 eigene Videos wert. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass in Australien der Arbeitsmarkt einfach viel durchlässiger ist. Karrierewechsel sind an der Tagesordnung. Du kannst dich in jedem Lebensalter eigentlich neu erfinden. Das ist kein formaler Umschulungsprozess. Du machst einfach was Neues und bang. Genau. Und ich würde auch auf jeden Fall Australien den Punkt geben, weil du hast zwar keine Jobsicherheit, aber du findest auch sehr leicht wieder was Neues. Ja. In Deutschland hast du halt ja wirklich relativ langfristige Jobs, aber wenn er weg ist und wenn du dann gerade eine gewisse Altersgrenze überschritten hast, dann ist es ja super schwierig, was Neues zu finden. Ja. Und das finde ich schon richtig unheimlich, muss ich sagen. Ich bin sehr froh darüber, dass es in Australien anders ist. Das gibt es hier nicht so und alles ist dynamischer. Also wenn man hier ein Jobinterview hat, dann wird wahrscheinlich manchmal gleich gefragt, dann bleib doch gleich da nachmittags und arbeite weiter oder fang morgen an. Ja. Einfach alles viel schneller. Genau. Okay, nächstes Thema sind Autos. Australien hat keine eigene Autoproduktion mehr. Es gab mal die australische Marke Holden. Wir kennen sie. Wir sind sie sogar schon selbst gefahren. Ansonsten habe ich autotechnisch nicht viel vorzuweisen. Ja, ich würde sagen, da ist schon der Punkt in Deutschland. Ne? Ich meine, Deutschland hat die Qualitätsauto. Es gibt das neue Tesla-Werk in Brandenburg. Es gibt VW, Porsche, Mercedes, BMW, alles etablierte Marken
mit guten Autos. Also ich denke, der Punkt geht eindeutig an Deutschland. Auf jeden Fall. Australien fährt ja eigentlich asiatische Autos. Was nicht schlecht ist, aber richtig, so ist richtig, im Sinne von eigener Technologie ist da eigentlich nichts mehr. Und es gibt ja vor allen Dingen in Australien entweder Pickup, also Utes, oder Kleinwagen oder SUVs. Und das war es dann schon so ein bisschen an Vielfalt. Ne? Mehr sieht man eigentlich und sehr begrenzte Farbauswahl. Und in Deutschland ist das schon ein bisschen vielfältiger. Ja, gut. Punkt in Deutschland. So, wir kommen zum nächsten Punkt, der gerade heutzutage eine sehr wichtige Rolle spielt, nämlich die Toleranz gegenüber Minderheiten. Und eine Minderheit, das kann alles sein. Ne? Das kann jemand sein, der quer ist, das kann jemand sein, der aus dem Ausland kommt oder ja, gibt tausend Gründe, warum jemand zu einer Minderheit gehört. Christian, was denkst du? Ja, also ich gebe da auf jeden Fall Australien den Punkt, weil auf jeden Fall auch die gefühlte Tolerierung von Minderheiten, die gefühlte Toleranz höher ist, weil einfach, selbst wenn man einem irgendwas nicht gefällt, das wird ja nicht gesagt. In Australien gilt ja immer mind your own business. Das heißt, ich würde jetzt niemanden offen diskriminieren oder irgendwie sagen, hier, ich mag deine Nase nicht, ich mag deine Haare nicht oder sonst was. Mhm. Das würde man also auch nicht spüren. Deswegen Punkt an Australien für Toleranz von Minderheiten. Natürlich gibt es ab und zu mal gerade im Ländlichen und sowas, ne? Aber generell ist das schon so, hier wird nichts an die Wände gesprüht oder jemand ruft dir in der Stadt irgendwas zu, weil dir was nicht passt, ne? Keine Ahnung, mir gefallen deine pinken Haare nicht oder sowas. Das macht man nicht, ne? Und das ist schon sehr angenehm hier zu leben, finde ich. Ja, wir haben ja auch hier in Australien eine Parteienlandschaft, die ist ganz anders als in Deutschland. Also in Deutschland kann man ja praktischerweise Intoleranz auch prozentual messen bei Wahlumfragen und da sieht ja auch Australien ganz anders aus. Da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein. Da gehen wir nicht drauf ein. Nein. Sonst gibt es wieder Hasskampagnen. Okay, nächstes Thema sind Universitäten. Und da ist mir aufgefallen, weil ich sowohl in Deutschland als auch Australien studiert habe, dass das hier einfach irgendwie besser organisiert ist. In Deutschland war oft alles so diffus und überlaufen und chaotisch. Papierbasiert, wenig digital. Natürlich ändern sich die Zeiten und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich habe auch erst in Deutschland studiert an 2 Unis und dann hier in Australien an 3. Ja. Und das war einfach immer positiv, wenn man zahlt hat auch dafür und das ist halt ein Nachteil, aber man kriegt auch was fürs Geld und man kriegt eine Art BAföG hier in Australien, genau wie in Deutschland und ich habe das Gefühl, dass das war einfach eine viel schönere Erfahrung als in Deutschland insgesamt. Man endet hier halt oft mit einem Studentenkredit, muss man sagen. Also wenn man fertig ist mit dem Studium, 20.000 bis 50.000 Dollar steht man erstmal in der Kreide. Das ist natürlich nicht so schön, aber es ist wie gesagt auch abzahlbar, weil die Löhne hier gut sind. Ja, richtig, richtig. Also und man kriegt, findet hier auch Arbeit. Ist ja nicht so, dass man dann halt chancenlos dasteht. Ja. Ne? Außerdem gibt es halt auch wirklich viele sehr praktische Studiengänge, die auch darauf auf den Markt ausgelegt sind. Während ich das Gefühl habe, in Deutschland gibt es auch viele Studiengänge, die dafür dienen, irgendwie Leute abzufangen. Ja, das ist ja hier auch noch ganz kontrovers gewesen. Es geht wahrscheinlich zu sehr ins Detail. Aber ganz kurz dazu, es gibt Studiengänge in Australien, da sind die Studiengebühren bewusst hochgewählt, weil die Jobchancen so schlecht sind, weil die Regierung einfach sagt, wir wollen nicht, dass Leute sowas studieren. Aber das geht natürlich auch wieder dann auf Kosten von interessanten Nischen, keine Ahnung, Geschichte, Philosophie. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn ein paar Leute das studieren. Ja, so, der nächste Punkt ist der technische Fortschritt. Und da ist für mich eigentlich ganz eindeutig Deutschland derjenige, der den Punkt kriegen sollte, weil Deutschland immer noch als weltweit innovativ und technisch führend gilt. Ja, Deutschland hat immer noch Technik, die wird exportiert weltweit. Australien exportiert eigentlich nur Kohle und Mangos. Also eigentlich wie so ein typisches Drittweltland, muss man ja leider sagen. Ja. So verarbeitendes Gewerbe gibt es ja hier nur ganz, ganz eingeschränkt und andere Länder interessieren sich größtenteils nicht für australische Technik. Ja. So, nächstes Thema ist die Natur. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber ich gebe auf jeden Fall schon mal Australien Punkt für Outback, Riff, Strände und die schönen Landschaften. Ja, wie du sagst, ist subjektiv. Ne? Deutschland hat Wiesen, Felder, Wälder, uralte Bauerndörfer, Heidelandschaften ist auch schön. Aber wenn ich mir die Vielfalt anschaue, was es hier alles gibt, ne? Wie du schon sagst, von Wüsten über tropische Regenwälder und sowas, da gewinnt auf jeden Fall Australien. Für mich persönlich. Ja, ich gebe auch Australien den Punkt. Mhm. So, Mara, nächstes Thema ist Meinungsfreiheit. Da fällt mir zunächst mal ein, Australien ist die eingeschränkt durch gewisse Gesetze. Manche Themen darf man als Journalist oder auch als YouTuber nicht ansprechen. Und man kann strafrechtlich belangt werden. Ja, man darf nicht frei demonstrieren. Man darf nicht frei Bewertungen abgeben. Zum Beispiel jetzt auf Google oder auf anderen Bewertungsplattformen. Das ist halt ganz, ganz anders in Deutschland. Die Deutschen beschweren sich mehr darüber. Aber wenn man sich jetzt das rein rechtlich anschaut und auch wie es ausgelebt wird, da haben die Deutschen doch deutlich mehr Freiheiten. Auf jeden Fall. So, nächstes Thema ist die Wirtschaft. Da fällt mir erstmal wieder das ein, was ich eben schon gesagt habe. In Australien ist halt die Primärindustrie stark, Bergbau und sowas, das wird exportiert. Dann wird es irgendwie in China in schöne Produkte verarbeitet und dann kommt der ganze China-Schrott wieder hierher. Also es ist eher so eine, so ein Drittweltsystem irgendwie. Ne? Ja. Der Wohlstand ist ja trotzdem da, aber ich bin nicht angetan von der Gesamtstruktur der australischen Wirtschaft. Es wird ein bisschen in erneuerbare Energien und digitale Innovationen investiert, aber trotzdem ist Deutschland, was Technik betrifft und die Wirtschaft und die Zukunft und
die Produktion, es gibt halt weltweit auch eine große Nachfrage nach deutschen Produkten und die haben halt noch ihren Ruf. Auf jeden Fall. Ja. Und auch bei der australischen Startup-Szene, da sind wir ja beide auch aktiv, da ist ja oft so, wenn was richtig gut läuft, dann ziehen die Founder einfach nach Kalifornien um. Ja, das und dann ist sind sie dann so, ja. Ne? Ja, also ich denke, da kriegt Deutschland auf jeden Fall Punkt für Deutschland. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das auch sehr kritisch ist, wie ich finde, nämlich das Thema Patriotismus. Mhm. Und da ist das ja schon so, dass das Thema in Deutschland sehr negativ vorbelastet ist, aufgrund der deutschen Geschichte, der aktuellen Geschehnisse und dass man das mit ganz vielen negativen Dingen und auch vor allen Dingen Ausgrenzung assoziiert. Ja, in Australien wird das Ganze sehr unbefangen angegangen. Also es gibt hier so einen gesellschaftlichen Konsens, dass man Australien einfach gut finden muss und dass das das beste Land der Welt ist. Das klingt ein bisschen dümmlich, aber es ist auch harmlos irgendwie und positiv. Und alle sind sich irgendwie einig. Deswegen würde ich Australien den Punkt geben. Genau, weil es nicht um Ausgrenzung geht, sondern einfach um das Feiern und den Stolz auf das eigene Land und das Weiterkommen des eigenen Landes und das Feiern der Geschichte. Genau. Und dass es erstmal prinzipiell als etwas Positives angesehen wird. Also der Patriotismus in Australien, den halte ich um einiges gesünder als das, was man leider oft heutzutage in Deutschland sieht. Absolut. Okay, nächstes Thema sind Gefahren im Alltag. Da fällt mir natürlich sofort ein, dass so das Sicherheitsgefühl in Deutschland oft schlechter ist, finde ich zumindest. Ja. Also hier in Australien würde ich an den meisten Gegenden auch nachts rausgehen, hätte ich jetzt erstmal keine Sorgen, überfallen zu werden. Straßenkriminalität, das scheint doch hier alles geringer zu sein als in Deutschland. Genau, ich bin oft abends im Fitnessstudio, da muss ich nachts im Parkhaus parken, habe ich kein Problem mit. Das würde ich in Deutschland niemals machen. Ich weiß auch, ich sehe es bisher nicht, aber in der Uni in Deutschland, wo ich war, da sind schlimme Sachen im Parkhaus passiert. Das hat man nicht gemacht. Also das Gefühl war anders, ne? Also gerade abends draußen als Frau, Drogengewalt, Alkoholgewalt, alles in der Öffentlichkeit, das ist sicherlich in Deutschland auch ein größeres Thema. In Australien gibt es mehr so häusliche Gewalt, aber da hat man ja wenig mit zu tun. Ja. Also da würde ich auch sagen, man fühlt sich in Australien sicherer als in Deutschland. Genau, kleine Einschränkung noch. Die gefährlichen Tiere, die gibt es natürlich eher hier. In Deutschland ist ja nur Blindschleiche, was Schlangen angeht zum Beispiel. Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, ist man hier im Alltag sicherer als in Deutschland. Ja, aber das ist ja nur eine gefühlte Wahrnehmung. Die Zwischenfälle durch die Tiere, die man in Australien immer vor Augen hat, das sind ja ganz, ganz geringe Zahlen. Ne? Ich meine, Tote durch Krokodile oder durch Schlangen, ja. das ist zwar die Angst, die man hat, aber es passiert ja im Alltag sehr selten. Das ist so krass selten, das steht ja auch hier in der Zeitung, wenn es mal passiert. Ja, richtig. Na? Also das ist halt keine ernste, echte Gefahr. Genau. Okay, dann kommen wir gleich zur letzten Frage, Maren. Und das sind die Naturkatastrophen. Ja, Naturkatastrophen, würde ich sagen, da haben wir ja schon wirklich alles erlebt in Australien und da würde ich auf jeden Fall sagen, da schneidet Deutschland viel, viel besser ab. Ne? Deutschland ist ja relativ stabil, es gibt zwar leider so ganz tragische Situationen wie die Überschwemmung im Ahrtal, das ist furchtbar traurig, aber allgemein schneidet Deutschland besser ab, denn Australien, was haben wir alles? Wir haben krasse Buschfeuer, ja. Wir haben Überflutungen, Hochwasser andauernd, Dürren, Hagel. Heftige Gewitter natürlich. Es reicht ja schon, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Ne? Und vom Klimawandel wird Australien auch noch härter betroffen sein, denke ich. Mhm. Also auf jeden Fall, der Punkt geht an. Das geht der Punkt an Deutschland, denke ja. ich. Ja. Geht nicht an Australien, weil es mehr Naturkatastrophen gibt. Ne? Nee, ich muss auch gerade erstmal überlegen, wie rum das jetzt genau war. Genau. Ja. So, dann müssen wir erstmal alle Punkte jetzt zusammen addieren. Genau. Knapper Punktsieg für Australien, aber es ist eben subjektiv, wir haben es ja gesagt. Wir leben ja hier auch nicht ohne Grund, ne? Auf jeden Fall. Kennst du noch so Kindersendungen von früher wie Disney Club, wo es Wettbewerbe gab und es war dann immer unentschieden, damit kein Kind heult? Ja, wir sind ja alle Gewinner. Weil alle sind Gewinner, keiner darf verlieren, ja, das wäre irgendwie auch unbefriedigend. Mhm. Und ich bin froh, dass es so knapp ist, denn dadurch, dass wir halt auch so Australien-Fans sind, hätte es ja auch ganz anders ausgehen können, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt interessiert uns natürlich, seid ihr anderer Meinung? Dann bitte schreibt das in die Kommentare. Wir sind ja deutsch, wir diskutieren gerne, also haltet euch nicht zurück. Und auch nochmal kurzer Hinweis, die regelmäßigen Zuschauer wissen es ja schon, Maren hat zwei Bücher veröffentlicht, zwei Romane, die in Australien spielen. Links dazu sind in der Videobeschreibung, schaut doch einfach mal rein. Genau, und eins davon handelt auch von Naturkatastrophen, aber mehr verrate ich zu dem Thema nicht. Beide eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. In beiden spielen Naturkatastrophen eine Rolle auf jeden Fall. Das siehst du mal, wenn das kein runder Abschluss ist. Leute, vielen Dank, hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Tschüss.